Okay, ich habe leider bei der letzten Folge ein bisschen gepennt und habe eine kurze Zwischensequenz hier nicht drauf. Also, wir bekamen jetzt ein Rezept. Wir sollen für den DJ einen DJ-Spezial herstellen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt unsere Aufgabe. Um Classy zu finden, das muss die Frau sein mit dem Schwanzzettel. Dann suchen wir mal. So. Gin Tonic hatten wir ja schon auf dem Tisch gefunden, eigentlich. Genau. Das Ding heißt Gin Tonic, zwei Zutaten. Den das Wochenende werde ich nie vergessen. Was machen wir denn noch? Finde eine besondere Zutat, finde eine weitere besondere Zutat. Ja. Da finden wir die. Ah, Mist, falsch geklickt. Ne, das, was auf dem Boden liegt, ist auf jeden Fall nicht. Hier liegt auch nicht weiter irgendwas rum. Ne, ist überhaupt nichts. Auf der Toilette war ja auch eigentlich nichts mehr. Ja, gehen wir mal nochmal in diese VIP hier, wo wir gerade unseren Lapdance gemacht haben. Tacos, Kissen, ein Champagner, warum nicht? Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Gut, hier gibt es anscheinend auch nicht. Hier war, glaube ich, genau dieser Private Room. Da gehen wir da mal noch rein. Für alle mit schwachem Herzen habt ihr euer Testament. Alles mitnehmen. Hey, ich glaube, das können wir ihm in den Ring tun. Da oben drücke R, um in den Untersuchungsmodus zu gehen. Genau. Dann versuchen wir den nochmal runterzuschießen. Naja. Brauchst wohl ein bisschen mehr Power, um das runterzukriegen. Nicht. Du musst das ganze Regal zerlegen. Sprengen. Was müssen wir denn? Ah, die Gasflasche. Natürlich. Anzünden, furzen. Da haben wir es doch. Gefährlich aus. Das war sehr effektiv. Popel und Wichse. Wir brauchen mehr. Ja, das ist eine spezielle Zutat. Eine perfekte Zutat für unser Gebräu. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen auch alles mit. Red Balls. Dose Red Balls. Hier gibt's ja sicher was Ekliges, das wir ihm in den Drink nice tun können. Können wir wieder craften. So. Das sprengen wir mal. Genau. Da ist eine Kiste, eine Box, die holen wir noch. Da oben glänzt auch noch was. Ein Gegengift. Macaroni. Alles mitnehmen. Gut, dann gehen wir mal da hoch gucken. Ah, Rätselmeister. Ding, ding, ding. Rattenscheiße. Okay. Auch eine Spezialzutat. Finde ich gut. Gut. Finde eine weitere besondere Zutat. Alles klar. Hier vorne war aber noch eine Tür. Genau da. Da will ich noch. Nein. Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. Das ist nicht wahr, oder? Da sitzt so ein kleiner Zwerg. Ein kleiner Zwerg in der Theke. Nice. Warum nicht? Lass mal entstehen. Das nervt sogar den Kleinen. So, jetzt müssen wir das Gebrauch für den DJ fertigstellen. Bestimmt unter Crafting. DJ Spezial. Genau, da haben wir es ja schon. Vielleicht fehlt noch irgendwas. Was soll denn da noch fehlen? Ist das schon eklig genug? Ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Eigentlich ja, meiner Meinung nach. Okay, anscheinend nicht wie Captain Diabetes. Oh Gott. Ah, oh ja, Gott. Genau, ein Furz. Klar, logisch. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Aber nichts macht mich wütender als Fürze. Sie erwecken den tiefsitzenden Zaun, den ich mit mir herumtrage. Okay. Wieso ausgerechnet Kann ich Fürze? Verstehen. Aber das wird den DJ lange genug außer Gefecht setzen, um Classy zu rufen. Okay, dann werden wir dem DJ das mal übergeben. Nur der Geruch dieser scharfen Dame macht ja, natürlich, das Ekligste, was es überhaupt gibt.
Hallo, Sullivan. Ah, endlich hat jemand dem DJ einen Drink spendiert. Oh, natürlich, du machst auch gute Mucke hier. Jetzt gebraucht. Danke für. Oh, oh, da hat einer meinen Drink gefurzt. Bin gleich wieder da. Wer das wohl war? Gute Frage. Okay, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören und vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß her. Applaus für Classy. Ja, Classy, hallo? Genau, Leute, auf die Bühne mit Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASS kriegt. Applaus für Classy. Genau so sieht's aus. Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal, du bist nicht der DJ. Das muss sie sein. Oh, shit, das sind Undercover-Bullen. Ihr Narr! Nein, wir sind Helden, aber okay. Jage Classy hinterher, neue Aufgabe. Aber Classy muss warten. Ich muss erstmal sammeln gehen. Da ist noch eine Tasche. Okay, gesperrt. Hier ist noch so ein Strom. Sie ist hier lang gerannt. Kann man da wirklich nichts machen? Nee. Ach, da lernen wir bestimmt noch eine Fähigkeit. Okay, ja, okay, ich hab gesehen, sie ist hier lang. Holen wir uns Classy. Der Backstage-Bereich. Die beiden sind hinter mir her. Eine schöner wie die andere. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, verpisst euch. Zur Seite, Ladies. Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Traut euch doch. Okay, dann bekommen die halt alle aufs Maul. So, ja gut, wir haben keine weiteren Verbündeten. Hoffentlich schaffen wir das jetzt zwar. So. Okay, es sind ja nur zwei. Aufs Maul. Ah, Bitch, hier, nimm das. Hey, den Scheiß lassen wir uns von 10-Jährigen nicht gefallen. Hey. Warum denn nicht? Und du bekommst auch einen Doppelschlag. Zwei. Ich hab mich auf dich verlassen, Bitch. Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns. Ihr wisst schon, wen ich meine. Applaus für unsere lüsternde Lola. Hey, Lola. Exotischer Angriff. Oh, Mann. Oh, Mama, weg von meinem Sidekick. Und diese Dame bringt euch die Flötentöne per Fellatio bei. Fuchsia. Okay. Aua. Gott sei Dank hast du nicht gefurzt. Und mit Anlauf. Zack. So, die erste Lampe erledigt. Wir müssen Classy einholen. Die ist da lang. Schnell. Kein Grund, garstig zu werden. So. Und die nächste Stripperin. Aufs Maul. Weg ist sie. Das Gesicht von der. Die Nase von Jacko. Wir müssen Classy einholen. Michael Jackson. Die Nachkampfscheiße ist nichts für Classy. Hey. Lass Classy nicht entkommen. Habe ich nicht vor. Verschwinde, Classy. Wir halten sie auf. Ha! Au. Gut gefangen, Fickgesicht. Zeig ihn, wo der Hammer hängt. Gut gefangen, Fickgesicht. Oh. Erledigt. Als Vertretung aus der Frühschicht Blaze. Oh, Alter, wie viel kommen denn noch? Das Licht etwas runterdrehen? Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Ja, diese Mini-Bullen rücken mir auf die Pelle. Exotischer. Das kostet und sonst abgewehrt. Extra. Hepatitis stinkt gegen Diabetes voll ab. Ja, gut. Ein, zwei. Diese Bullen sind scheiße. Boah, weißt du, dann überleben die auch mit einem HP. Diese Mini-Bullen dürfen Classy nicht in die Finger kriegen. Auf sie. Aua. Der kommt und kriegt eine Pussy. Mein Sidekick regelt das mit links. Ja. Los, gib dem Topmodel auch einfach aufs Maul. Au. Oh, jetzt ist Mama. Wenn die mal hintereinander stehen würden, weißt du, dann könnte man denen nochmal. Macht sie fertig, bevor sie noch Rückschussschaden verpassen. Ihr seid hier in meinem Haus. Ultimativkraft bereit. Sieh zu und lern. Nee, bringt nichts. Ich mag dich, Schätzchen. Wieso kannst du Classy nicht einfach in Ruhe lassen? Oh. Ja, mach das Kleingemüse fertig. Macht
die fertig. Wir brauchen sie für wichtige Aufgaben. Wir müssen immer noch herausfinden, was mit den Katzen passiert. So, erledigt. Was bist du denn für ein Monster? Okay. Du verficktes Schwanzlutschen, das ist ich bring Kraft dich um! Noch aufbewahren, weil ich nicht weiß, was hier noch passiert. Gleich haben wir die, weiter so! Ich bin dran, Bitches! Ich bin dran, Bitches! Bitte, dass du ihr nicht die Nägel ruiniert hast! Hol ihr in die Fresse! Na los! Blockiert. Mist. Von hier müsste ich die dann... Ne, da treffe ich auch nur die eine. Ne, da treffe ich gar keine. Bin ich schon dran? So. Dann ist auf jeden Fall die vordere ausgeschaltet. Nehmt euch in Acht, Leute! Sie ist die unbestrittene Titanin des Twerkens! Sag Hallo zu Trixie! Leute! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Showtime! Wie viele kommen dann noch? Die leben noch? Ich hoffe, dass es gleich zu Ende ist, sonst bin ich zu Ende. Und auch. Zack. So, noch eine erledigt. Man sollte sich nicht mit den falschen Bitches anlegen. Die Tumor da hängen. So sieht es zumindest aus. Komme ich dahin? Nein, natürlich nicht. Shit. Ja, so treffe ich es. Und es reicht. Nicht, erledigt. Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Aufgepasst, Chantal? Meine Damen und Herren. Hier ich kommt wusste die Meisterin es. Ich der Mösen wusste Kürze. Es. Die Herren des Sadomaso, die definitive Domina. Chantal Le Grand. Oh, Alter. Für diesen Hintern bist du nicht bereit. Boah, was für ein Monster. Ich werde dich mit meinen Arschbacken zerquetschen. Ich will mich nur kurz nein, auf dein bitte Gesicht nicht. Zeigen. Scheiße. Oh Gott, dieser Arsch zerquetscht schon vier Ameisen. Du bist bestimmt instant dead, wenn die einen trifft. Entkommen Chantal Le Grande Bobo. Hier kommt der sichere Tod durch Chantal Le Grande Bobo. So. Ja, ja, sorry, dass wir das gewaltsam lösen ich mussten, muss Lady. Ich muss aus diesem Bereich raus. So classy. Sorry, Lady, hier kommt man anders wieder. Weg hier. Ich hab echt gleich keine HP mehr. So. Ah, erledigt, gut. Und jetzt. Ich hab gehört, ein paar Knöpfe brauchen eine Abweichung. Ich bin nicht im Schnapp Bereich. Sie dir, Chantal. Die wandelnde Tonne. Lebenserwartung immens. So, mit Armlauf. Ich muss hier ein bisschen draufhalten, weil da unten läuft ja der Balken. Das packst du schon. Weil sonst war ich mal. Ah, erledigt. Sorry, Schätzchen. Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Oh Mann. Hoffentlich komme ich hier schnell genug weg. Hier kommt der sichere Tod durch Chantal Le Grande Bobo. Chantal Le Grande Bobo. Beste Name ever. So. Zack, bist du mal erledigt. Ich mach sie fertig. So. Und du bekommst auch aufs Maul. Erledigt. Wie wär's mit einem Kuss, Baby? So, das müssten ja die letzten zwei sein. Ich will dich doch kurz auf dein Gesicht setzen. Oh. Und dann ist noch Classy da und Chantal. Halt dich vom Grande Popo fern. Ja, das ist halt die Frage, ob ich die Chantal überhaupt treffe. So. Ich zeig dir die VIP-Erfahrung. Fertig oder nicht, ich komme. Fertig oder nicht, ich komme. Ihr Winzlinge werdet draufgehen und in der Arschhölle landen. Ja, ja, genau. Und auch. Ihr geht jetzt im Anflug. Go. Tu dir selbst den Gefallen und bleib liegen. Erledigt. Showtime. Weit aufmachen, bitte. Da hängt noch was von dir dran. Da dem so ein Dildo kommst du nicht, Schätzchen.
die hat unendlich HP. Deswegen, ich glaube, ich muss gar nicht gegen die kämpfen. Ich muss echt nur entkommen. So kann ich meine Adern fließen. Zack. Jacko-Verschnitt. Erledigt. Ihr kriegt mich nicht lebend. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Ja, diese hinterher. Runde geht an dich. Du hast gewonnen. Muss ich jetzt erstmal ausruhen. Augenflammen, Kostüm, Narbenkonsular, Medizin mal 10. Okay. 45 EP. Boah, das ist ein bisschen wenig für diesen Kampf, finde ich. Ah, okay. Hey, lass mich rein, Arschgesicht! Die Bullen sind da! Was? Schnell, geh rein! Sehr freundlich, die Dame. Schwert ab! Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah! Nice! In das Restaurant! Schnell! Glaubt ihr, dass ich das Ding nicht benutze? Wir müssen das Schild hochheben! Komm ins Buca de Fagoncini. Ins Buca de Fagoncini. Okay. Fick das, Halbkick! Es ist Zeit für den Zuckerzorn! Okay, gib dir den Apfelsaft. Hallo? Hallo? Ich bin aber anderes von dir gewöhnt. Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Mist. Wie machen wir das denn jetzt? Oh Gott. Oh, kann ich bestimmt wieder außen rumlaufen jetzt. Ich brauche mein Insulin. Hallo? Hallo? Oh Gott, mein Insulin ist alle. Boah, Alter, krepier mir jetzt nicht. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe bei einem Zuckerschock. Nein. Ich sterbe, oh Gott. Nein, hallo? Captain Diabetes? Nein, bitte nicht. Bitte. Und hallo? 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 Der ist jetzt nicht wirklich krepiert, oder? Hallo? Der ist auch tot. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Du kommst jetzt genau passend. Alles cool bei euch? Ja, klar. Sieht doch voll so aus. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Okay. Erzähl mir mehr. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Nicht wirklich? Drücke Leertaste, um den Enchirito zu essen. Okay. Der Enchirito. Oh. Der schlägt anscheinend auf den Magen. Drücke T. Halte A und linke Pfeiltaste gedrückt. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich lebe. Was ist gerade passiert? Wer bist du? Was? Ich habe die Zeit zurückgefurzt. Ich wäre an Überzucker gestorben. Warst du eigentlich auch? Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Ja. Zeit vor uns freigeschaltet. Glitch. Da war ein Herr und Licht. Du kannst mit deinen Fürzen Sachen mir Da hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Gut, Freunde, wir haben den Hasen, aber die sind ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Okay. Alle Kuhn-Freunde ins Restaurant. Und ich hab gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du komm ins Buca di Fagoncini. Lange ins Hinterzimmer. Irgendwie hatte ich gerade hier voll den Soundbox. Hallo? Hallo? Guten Hunger. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden, weißt du? Wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken. Genau. Dabei seid ihr selber nur am Saufen. Bitteschön. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige. Ist jemand eine Tageskarte? Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Okay. Ja, klar. Ihr sitzt dann seit am Futter. Mitnehmen. Verschreibungspflichtige Tabletten.
Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Okay. Interessiert mich doch gar nicht. So. Okay, dann sprechen wir mal mit dem Kuchen.